Sir, Hauptstockwerk, bitte. Danke. Wir sehen uns auf dem Rückweg. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Sie sind schon lange nicht mehr hier oben gewesen. Tja, schön, Sie wiederzusehen. Hatten Sie einen angenehmen Flug, Sir? Ja, bestens, danke. Ich glaube, Mr. Miller vom Sicherheitsdienst der Station sollte mich abholen. Soll ich ihm Bescheid sagen? Ja, bitte. Nein, da ist er schon. Guten Tag, Dr. Floyd. Hallo, wie geht's dir? Entschuldigen Sie meine Verspätung. Das macht doch nichts. Sie sehen gut aus. Danke. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Hatten Sie einen angenehmen Flug? Ja, sehr ruhig, danke. Dann wollen wir mal durch die Kontrolle. Bitte benutzen Sie Nummer 17. Danke, Miss Turner. Danke. Wiedersehen. So. Willkommen beim Stimmenerkennungsdienst. Wenn Sie das rote Licht aufleuchten sehen, geben Sie bitte in folgender Reihenfolge an. Zuerst Ihr Reiseziel, dann Ihre Nationalität und Ihren vollen Namen. Nachnamen zuerst, dann Vornamen und Initial. Mond, Amerikaner, Floyd Haywood R. Danke sehr. Sie sind hiermit vom Stimmenerkennungsdienst identifiziert. Dankeschön. Kann ich vorher noch frühstücken? Ja, ich glaube, das lässt sich einrichten. Wie viel Zeit habe ich? Ihr Flug startet in einer Stunde und 10 Minuten. Ich habe übrigens schon einen Tisch für Sie reserviert im Erdpanorama. Na fein, vielen Dank. Das ist doch bestimmt 8 Monate her, dass Sie zuletzt hier oben waren, nicht wahr? Warten Sie mal, im Juni, knapp 8 Monate. Haben Sie die Arbeiten am Erweiterungsbau gesehen, als Sie reinkamen? Ja, das geht ja fabelhaft voran. Ja, nicht wahr? Ach, Augenblick. Ja? Ich muss noch ein Televisiongespräch führen. Gehen Sie nur vor ins Restaurant. Ich komme gleich nach, ja? Hallo. Guten Tag. Na, wie geht's dir, Häschen? Gut. Was machst du denn gerade? Ich spiele. Wo ist Mami? Mami ist einkaufen gegangen. Und wer passt auf dich auf? Rachel. Kann ich Rachel bitte mal sprechen? Die ist gerade im Badezimmer. Kommst du morgen zu meiner Geburtstagsfeier? Tut mir leid, Liebling, aber ich kann nicht. Warum denn nicht? Du weißt doch, Papi ist auf Reisen. Ich würde gern kommen, aber es geht wirklich nicht. Schade. Aber weißt du was? Ich werde dir ein sehr hübsches Geschenk schicken. Au fein. Hast du einen besonderen Wunsch? Ja. Was denn? Ein Telefon.